Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Normalerweise, wenn ihr... Habt ihr schon mal einen guten Film gesehen im Kino? Da fängt der Film normalerweise immer mit dem Ende an. Und heute geht für mich und für uns auch eine Ära zu Ende. Und zwar mit meinem Mustang. Ihr kennt ihn alle. Ich glaube, die ganze Welt kennt dieses Auto mittlerweile. Aber die meisten von euch wissen, die wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steckt, wie das entstanden ist, dieses Projekt, wer das gemacht hat, warum, was es überhaupt genau ist. Weil ich kriege immer noch öfters mal die Fragen, wenn ich zu einem Treffen fahre oder wenn ich ein Bild poste von dem Auto, ist das ein Liberty Walk oder ist das ein Rocket Bunny oder ist es das und das? Und wenn ich den Leuten dann erkläre, was das überhaupt ist, dann sind die alle sehr verwundert und sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal 3 Jahre zurück. Damals war ich als Person und die Firma Sima Motorsport noch nicht ganz so bekannt auf YouTube, würde ich sagen. Oder generell nicht ganz so bekannt weltweit, außer halt in Dubai, wo wir schon viel gemacht haben. Und da fing das Ganze eigentlich an. Und eigentlich startet dieses Auto mit einem ganz anderen Auto. Das Leben dieses Autos hat gestartet mit dem Verkauf eines anderen Autos, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen lag. Und was ein Auto war, was ich bis heute noch bereue, verkauft zu haben. Was ich jederzeit zurückkaufen würde. Und ein Auto, das für mich immer ein Traum war. Damit fing dieses Projekt an. Ich erinnere mich, als ich als kleiner Junge mit meinem Vater mal in einem Toyota-Autohaus war. Und wir hatten eine Toyota Supra MK3 damals. Mein Vater hatte einen, in Bordeaux-Rot. Und ich habe gewartet in diesem Autohaus und blätterte durch die Prospekte durch. Und da wurde gerade die MK4 Supra vorgestellt. Damals habe ich gesagt, ich muss irgendwann so ein Auto haben. Und ja. Einige viele Jahre später hatte ich eins in Weiß damals, so richtig Fast and Furious Style. Das habe ich dann verkauft und habe mir dann eigentlich meinen Traum gebaut, was damals eine schwarze MK4 mit Targa-Dach, 6-Gang, schwarzes Interieur, ich glaube 34.000 Meilen auf der Uhr, was ich dann umgebaut habe auf fast knapp 1000 PS und allem drum und dran. Dieses Auto musste gehen. Hierfür. Und jetzt werden die meisten Leute sagen, ey, du spinnst, du kannst doch nicht so ein Auto verkaufen für ein Mustang, für ein Ford, für etwas Mainstream. Aber für mich stand damals schon klar, dass ich etwas Spezielles machen wollte. Teile dran schrauben können viele. Auch wir können das ganz gut. Wenn man zurückdenkt, 2013 habe ich die ersten Liberty Walk Ferraris gebaut in Dubai. Da kannten die meisten Liberty Walk, die wussten gar nicht, was Liberty Walk ist. Also wir haben da schon relativ früh angefangen und ich wollte aber selber was kreieren. Etwas, was aus meinen Überlegungen gekommen ist, aus meinen Gedanken. Etwas, was es nur von mir gibt und was vielleicht auch ein bisschen was verändert. Das ist mein erstes amerikanisches Auto gewesen. Ich habe vorher noch nie ein amerikanisches Auto gehabt und war auch absolut null Mustang-Fan. Das Vorgängermodell fand ich wirklich grässlich. Hoffentlich stellt mich jetzt keiner an Pranger, außer ein GT500 jetzt. Aber ich fand das Auto nicht schön, die Autos fuhren nicht gut. Und als das neue Modell rauskam, das Modell, 2015, habe ich gedacht, oh, das sieht aber ganz in Ordnung aus. Es gab nichts für das Auto, es war ein neues Modell und ich habe gedacht, warum sollen wir nicht die Ersten sein weltweit, die vielleicht etwas für dieses Fahrzeug entwickeln beziehungsweise die einen Breitbau-Kit für dieses Auto machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Supra dann verkauft. Das ging auch so. Ich habe den Wagen online inseriert und am nächsten Tag wurde er abgeholt. Wenn ich darüber nachdenke, jetzt wäre der wahrscheinlich, oder ist er das Doppelte wert. Der Besitzer, derjenige, der den damals gekauft hat, der ist
in den letzten 3 Jahren damit, ich glaube, 1500 Kilometer gefahren. Steht in einer klimatisierten Garage außerhalb von Dubai, neben Lamborghinis, Ferraris, Bugattis. Also ist ein Sammler. Aber um das Auto geht es sich jetzt nicht. Oder dreht es sich jetzt nicht. Ich werde immer verbessert. Geht es sich, dreht es sich. Es geht sich darum. Ich habe gesucht und denke, oh, in Dubai gab es die Autos noch nicht. Also es wurden noch keine Mustangs importiert. Das neue Modell gab es nicht zu bestellen. Man konnte sie nur in Amerika kaufen. Und das Auto hat eigentlich eine ganz interessante Historie, wie das angefangen hat. Und zwar wurde es in Amerika gebaut für den kanadischen Markt. Darum habe ich auch ein Kilometertacho drin. Wurde dann an einen Großhändler verkauft nach Deutschland. Ich habe es dann gekauft. Und das heißt, von Amerika nach Kanada, von Kanada nach Deutschland und von Deutschland wurde es dann nach Dubai versendet. Und ich habe den Wagen bekommen im März 2015. Und war tatsächlich der erste im ganzen Mittleren Osten, der so ein Auto hatte. Ein 2015er Ford Mustang Modellbaureihe S550. Und das habe ich auch gemerkt, als ich hier zugelassen habe damals, weil keiner wusste, was für ein Auto ist. Und das Fahrzeug war nicht im System. Die Leute haben mich da angehalten auf der Straße, war komplett original und sagten, ist das der neue Shelby, ist das, was ist das für ein Auto? Und das war ganz interessant. Ja, und dann fing eigentlich die, ich würde sagen, fast schon Tragödie an, weil der Plan, der Erste zu sein, der ein Breitbau-Kit für dieses Auto baut, sollte nicht aufgehen. Klar war, dass ich nicht nur Overfender machen wollte. Ich wollte nicht nur Kotflügelverbreitungen bauen für das Auto, was bei jedem, für jedes Auto gleich aussehen und die einfach irgendwie drangepappt werden. Ich finde, da gibt es zu viele von. Fakt ist, dass ich ein komplettes Kit bauen wollte. Natürlich habe ich keine Ahnung von irgendwelchen Designerprogrammen oder sonst irgendwas. Ich habe zwar meine Ideen gehabt, was ich machen wollte, aber ich musste jemanden finden, der mir das digital irgendwie darstellen konnte. Dann habe ich jemanden kennengelernt, einen Amerikaner, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Automobil- oder Automotive Designer ist. Mein Englisch, also Automotive Designer ist und zwei, dreimal verhandelt und schon hatten wir einen Deal. Ich habe ihm dann gesagt, was ich haben wollte. Wir haben als erstes mal etwas designt, was es jetzt, Jahre später, 1:1 genauso gibt von einer sehr bekannten Firma. Und wir haben damals gesagt, wir machen ein Design und wir wollen es genau so nicht machen. Das haben wir auch gemacht. Und raus kam etwas, wo ich gesagt habe, ja, genauso soll es nicht aussehen. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? 1-2 Monate vergingen, wir haben mehrere Designs ausprobiert, wir haben mehrere Konzepte gemacht. Am schwersten waren eigentlich die Kotflügel. Diese Kurzflügelverbreiterung, wo ich im Nachhinein auch denke, wir haben nicht über alles 100% nachgedacht, dazu komme ich aber später. Und wollten einfach was machen, was nicht so 0815-mäßig aussieht. So kamen unsere Kurzflügel zustande mit der Schwingung, mit den Lufteinlässen und dann haben wir weitergemacht. Von hinten wollte ich, kommen wir dazu später. Auf jeden Fall haben wir Kotflügelverbreiterungen gemacht, wir haben Seitenschweller gemacht, wir haben Frontspoiler gemacht, wir haben eine Haubenhutze gemacht, wir haben einen dreiteiligen Ducktail-Spoiler gemacht dafür, wir haben Kandrats gemacht und fertig war das Alpha One Kit, aber nicht von Simon Motorsport, sondern eine Firma, die ich da gegründet hatte in 2015 namens Alpha Male Performance. Genau, ich hatte überlegt, Simon Motorsport, wir sind Profis im Bereich Softwareentwicklung, Chiptuning und all sowas. Und ich hatte mir überlegt, wenn ich einen Simon Motorsport kann man nicht assoziieren mit einem amerikanischen Auto, meiner Meinung nach. Und ich dachte, vielleicht hat ja irgendwann mal ein Mitbewerber so ein Ding und findet das Bodykit geil, würde es aber nicht kaufen, nur weil da mein Name dran steht. Also habe ich gedacht, weißt du was, überlegst dir was anderes. Und der Name Alpha Male, jeder sollte wissen, Alpha Male ist Alpha-Tier, kommt daher, weil ich gesagt habe, den Mustang, den ich bauen werde,
Wenn der irgendwo erscheint, ist das das Alpha-Tier von den Mustangs. Das ist der fetteste, böseste, breiteste, geilste Mustang, den die Welt je gesehen hat. Geboren war der Alpha One. Natürlich hatte ich gedacht, wenn ich jetzt ein Breitbock-Kit habe, ein eigenes, dann müssen auch Räder her, eigene. Also haben wir angefangen, unser erstes Schmiederad zu designen. Das ist das AMP 5V, was übrigens das allererste AMP-Rad, Abkürzung für Alpha Male Performance, weil da habe ich gedacht, Alpha Male Räder, irgendwie, das kommt auch nicht ganz gut, also machen wir einfach AMP draus. Ist auf meinem Mustang montiert. Das allererste Rad und das ist auch das bestlaufendste Design, das wir haben. Mittlerweile haben wir über 130, 132 Schmiederadsätze verkauft und sind in dem Rad, also in dem Rädergeschäft eigentlich schon sehr, sehr gut drin weltweit. Geboren war das Alpha One Kit. Das Problem war, dass sich das als Tragödie ausstellen sollte. Ich habe jemanden gefunden, der das bauen sollte, Formenbau machen, Breitbau machen, die Teile produzieren. Ein Monat verging, zwei Monate vergingen, drei Monate vergingen. Ihr müsst bedenken, mein Auto war flammneu. Vier Monate vergingen, fünf Monate vergingen und nichts passierte. Sechs Monate, sieben Monate, acht Monate. Nach neun Monaten mache ich Instagram auf und da hat tatsächlich jemand Kotflügelverbreiterung für ein Mustang gebaut. Damit war mein Plan, mein Traum, der erste zu sein, schon mal gestrichen. Aber davon wollte ich mich nicht abhalten lassen. Nach viel, viel Ärger, mein Auto war ruiniert. Das sah aus, innen wie Sau, außen wie Sau. Musste neu lackiert werden. Verkehrte Löcher haben sie gemacht und all sowas. Das Auto habe ich dann abgezogen, habe dann jemand anderes beauftragt, das zu machen. Das zieht sich auch in die Länge, es funktionierte auch nicht, nichts passte. Es war eine Katastrophe. Ein paar Monate später waren wir dann so weit, dass wir sagten, okay, das kann man verkaufen, das passt einigermaßen, das sieht einigermaßen aus. Doch dann kam der Tankdeckel. Da haben wir vorher nicht drüber nachgedacht. Weil wir wollten natürlich unsere Kotflügelverbreiterung machen mit diesem Schwing, mit der Schwingung, mit dem Lufteinlass. Auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite funktioniert das super, auf der Fahrerseite eher weniger. Das heißt, dafür mussten wir uns auch eine Lösung einfallen lassen. Ihr wisst ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile, wie das Kit aussieht. Das Auto war fertig. Ein Traum ging in Erfüllung. Und als er fertig war, das erste Mal auf dem Auto auf einem Treffen war, kam schon der allererste und wollte das auch haben. Also, so war der zweite Wagen geboren. Vorgestellt haben wir das Kit dann auf der SEMA Show 2016. Was haben wir denn jetzt? 18, 17, 16. 2016 haben wir es vorgestellt. Dort waren drei Fahrzeuge mit meinem Breitbock. Jetzt müsst ihr überlegen. Wir kamen aus dem Nichts und hatten auf der SEMA Show in Las Vegas. Oder SEMA, wie man es im Englischen sagt. Zwei Firmen und eine Person, die ihre Mustangs auseinandergesägt haben, um mein Breitbock zu verbauen. Und das dann auf der SEMA-Show auszustellen. Wir hatten einen weißen aus Los Angeles, einen blauen und einen, der so rostmäßig, so Mad Max-mäßig foliert war, mit die oft über 1000 PS umgebaut haben. Diese Fahrzeuge standen da. Während jetzt das Auto fertig war, fielen mir einige Sachen auf, die mir nicht gefallen haben. A, vom Design her und B, von der Passgenauigkeit her. Und ich habe mir überlegt, weißt du was, wenn wir schon alles neu machen müssen, dann stellen wir doch das Alpha One Kit ein und machen was Neues. Zwar auch in dem Stil, aber lernen aus unseren Fehlern und machen einfach, bauen ein Kit, was noch geiler ist, was noch besser passt und was noch besser aussieht. Tja, das eine kam zum anderen. Schon hatte ich wieder meinen Designerkollegen am Telefon und es ging weiter. Aus dem hinteren Lufteinlass wurde ein vorderer Lufteinlass. Aus der Zacke wurde ein Rechteck.
Der dreiteilige Ducktail-Spoiler, also der dreiteilige Entenbürzel, wurde etwas kleiner, wurde vom Winkel her nicht mehr ganz so steil. Apropos Ducktails, Entenbürzel, kennt ihr, Eleanor kennt doch jeder, ne? Ihr wisst, wie dieser Shelby GT500 von hinten aussieht. Ja? So in der Art wollte ich das auch haben. So ist diese dreiteilige Entenbürzel geboren. Ne? Die Lösung mit dem Tankdeckel hatten wir dann jetzt auch. Jetzt haben wir einfach, im Endeffekt, die Kotflügel hinten sind eigentlich fast das ganze Seitenteil. Die Schweller waren vorher von unten drunter geschraubt aus Carbon. Jetzt werden die aufgesetzt. Das ist jetzt ein zweiteiliger Schweller sozusagen. Die Lufthutze ist breiter geworden und flacher geworden. Mir hat das nachher nicht mehr gefallen, dass die so schmal war. Der Frontspoiler ist ein Ticken kleiner geworden und anders. Und wir haben diese Flaps an den Seiten nicht mehr, genauso wie die Flaps an den Seitenschwellern fehlen. Und aus zwei Canrods wurde dann ein großer Canrod. Mir war wichtig, dass die Passgenauigkeit 100% ist. Da haben wir lange daran gearbeitet. Mittlerweile hatte ich dann den dritten Hersteller, der mir das bauen sollte, der es dann endlich dann halt auch drauf hatte. Und das Alpha One Kit war gestorben. Es gab weltweit 7 Fahrzeuge, inklusive dem hier. Und schon musste mein Mustang wieder herhalten als Entwicklungsfahrzeug. Er wurde wieder auseinandergeschraubt. Da wurden wieder neue Löcher gemacht. Er wurde wieder neu lackiert. Und ja. Das Alpha X-Kit war geboren. Mittlerweile gibt es Alpha X Whitebody Mustangs. Lass mal kurz zurückspulen. Das Alpha One Kit, das hatten wir auch 2016 auf der Essen Motor Show vorgestellt. Da gab es nämlich ein oranges Auto, das fährt in Frankreich rum. Das ist das einzige Alpha One Breitbau-Kit, das jemals in Europa auf einem Mustang montiert wurde. Das heißt, die Autos sind eigentlich relativ limitiert. So viel dazu, das habe ich gerade vergessen. Wenn wir jetzt mal vorspulen, mittlerweile gibt es Fahrzeuge mit diesem Umbau, also mit dem Alpha X Umbau. Es gibt welche in Australien. Es gibt ein Fahrzeug in Hongkong, welches 1:1 genauso aussieht wie der hier. Das ist der Zwillingsbruder. Gleiche Farbe, gleichen Räder, auch unsere Räder. Der Kunde, dem das Auto gehört, der hat meinen Wagen, also der hat diesen Wagen gesehen und hat gesagt, ich möchte eins das gleiche Auto haben. In Amerika wird gerade gebaut. Wir haben ein Fahrzeug in Bangkok, Thailand und immer mehr und mehr Anfragen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich den Wagen 3 Jahre habe, 2 Bodykits an dem Auto entwickelt habe, sehr viel Geld verbrannt habe. Also ich kann euch sagen, dass ich an diesem Breitbau-Kit kein Geld verdient habe, sondern nur verbrannt habe. Aber es war etwas, was ich für mich machen wollte. Wir hatten zwischendurch auch für die Corvette-Kit, ein Kit designt, für den Camaro, für den Challenger. Aber ich habe gedacht, weißt du was, das soll so ein One-Off sein. Und jetzt, wo die ganze Welt dieses Auto gekannt hat oder kennt, jeder dieses Auto mit mir assoziiert. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt, wo ich das Auto nach Deutschland geholt habe und in fast ein Jahr in Deutschland gefahren bin, zu vielen Treffen, Cars and Coffees, Essen Motor Show, Tuning mit Bodensee, hat der Wagen für mich ausgedient. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das tun wir jetzt. Denn der neue Besitzer freut sich schon sehr darauf. Und ich werde nicht verraten, wer es ist. Ich werde nicht verraten, wo das Auto hingeht. Es bleibt aber hier in Europa und wird sich noch ein kleines bisschen verändern. Aber das war's für mich mit dem Mustang. Und mit diesem Projekt Breitbau. Ich denke nicht, dass wir nochmal was machen werden in der Richtung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt dadurch. Ich habe sehr, sehr viel geflucht, Blut geschwitzt, Tränen vergossen. Ich habe oft gedacht, dass ich das Auto einfach nur anzünden will. Und ich hätte es wahrscheinlich, ich hätte
Das heißt wahrscheinlich, ich habe es zwei, dreimal fast getan. Aber ich wollte mir einfach diesen Traum nicht durch andere Leute, unfähige Leute, ruinieren lassen. Das Ergebnis seht ihr. Wir haben es geschafft. Und jetzt ist es an der Zeit, einfach Abschied zu nehmen. Und schauen wir mal, was wir sonst noch so machen werden in Zukunft und was die Zukunft noch so bringen wird. Aber ich hoffe, dass auch ihr Spaß hattet mit den Bildern, ihr Spaß hattet mit den Carpons, ihr Spaß hattet, das Auto mal live gesehen zu haben. Und viel bleibt nicht mehr zu sagen, nur dass jetzt somit hier und heute, und ich habe es extra wirklich rausgezögert, dieses Video zu machen, hier und heute diese Ära beendet ist. Und in diesem Sinne bleibt mir nicht mehr oder nichts anderes mehr zu sagen, außer das, was ich immer sage. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.